Dann können wir auch schon weiter. Das packen wir alles wieder rein. 8 Schuss haben wir. Jetzt muss ich erstmal zusehen, dass wir ein bisschen was zu uns nehmen hier. Was haben wir hier noch? MadX, nein. Nikola Tesla und den können wir auch noch nehmen. Energiewaffen um 2 erhöht. Stimpaks können wir erstmal ein paar einpfeifen. 530. Haben wir noch 8 Schuss hier über. Mal gucken, was wir gleich noch finden, was wir da alles reinstopfen können. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da hoch? Bestimmt von der anderen Seite hier. Lasst mich kurz auf die Karte linsen. Ja, von der anderen Seite. Da geht nämlich ein Weg hoch, wie es aussieht. Steht auf dem Ding eigentlich an der Seite drauf? Da steht doch irgendwas. Mr. Chipper steht da drauf. Was auch immer das ist. Ich glaube, das ist von dem Laubbläser oder von dem Staubsauger. Von einem der Teile ist das jedenfalls. Dieses Gesurre macht einen ja so ein bisschen irre, oder findet ihr nicht? Von dem Ding hier. Stecken wir den erstmal weg. Nein, tun wir nicht. Da oben ist einer. Schießen wir das mal schön mit einer Stange Zigaretten. Stirb! Genau. Ist hier noch irgendwo? Da kommt ja noch einer. Ach, die ist verkrüppelt. Und das kann alles wieder rein. Nur noch 5 Schuss. Maulwurfsrattenfleisch, was hast du da noch dabei? Holzhammer? Ja, vielleicht können wir die Klamotten auch abschießen, aber ich glaube da eher weniger dran. Können wir ja mal eben gucken. Nein, können wir nicht. Wenn man also zu viel tragen kann und keine Munition hat für irgendwas, der Rocketwerfer ist immer gut. Mit dem kann man wirklich jeden Müll abschießen. So, jetzt soll hier irgendwo die Wackelpoppe liegen. Dann müssen wir mal eben gucken, dass ich erstmal noch eine andere Waffe nochmal wieder nehme. So, da fahren wir noch ein paar Schuss über. Die Sot nämlich nicht so fürchterlich. So, eigentlich müsste hier irgendwo laut meiner... Lass mich nochmal auf meine Liste gucken. Jetzt lädt sie nur gerade nicht. Da ist meine Liste. Explosive, das ist da. Zugang zu Zisterne im hinteren Teil der Station. Hinteren Teil der Station muss hier also irgendwo die Zisterne. Was für eine Zisterne? Aktivieren elektrischer Schalter. Kilo Bravo Funksignal erfasst. Okay, vielleicht ist das weiter hinten draußen, wo wir hin müssen. Ist hier was drin? Nee, da ist nichts drin. Ödland der Hauptstadt. Hinterer Teil der Station. Gucken wir mal hier um die Ecke. Vielleicht haben wir da noch was, wo wir hinlatschen können. Ich glaube aber nicht, dass hier irgendwie noch ein Zugang ist. Hier müssen wir auch noch Rokopolis finden. Also das ist, das wird noch eine ganz andere Sache. Was für eine Zisterne meinen die hier, verdammt. Im Hinteren, das muss ja doch da irgendwo drinne sein. Hm. Merkwürdig. Das muss da drin sein. Im hinteren Teil der Station. Hier gibt's keinen hinteren Teil. Hier gibt's nur einen Teil der Station. Was ist eigentlich für ein Signal, was wir hier gerade aufgefangen haben? Das würde mich jetzt ja auch nochmal interessieren. Kilo Bravo. Das ist ein Funksignal. Gut, das steht da auch schon, aber egal. Egal, das Radio ein wunderschönes Lied für einen bestimmten Menschen, der einsam durchs Ödland. Das schalten wir wieder ab. Das ist ja nur egal, aber wo ist die Zisterne? Die Zisterne muss ja irgendwo unten sein, schätze ich mal. Das ist hier nirgends. Wo ist dieser vermaledeite Eingang? Das ist ja schon fast nicht mehr möglich hier. Schreibtisch, leer. Ach, Aschenbecher, den können wir mitnehmen. Kaffeetasse nehmen wir mit. Alles für unseren Rocketwerfer. Noch eine Kaffeetasse. Und ein Clipboard, den nehmen wir auch mit. Wo könnte... Wenn ich eine Zisterne wäre, wo wäre ich? Naja, jedenfalls nicht hier. Mittelland der Hauptstadt. Da
Da geht's wieder raus. Kann man hier irgendwas einschalten? Nein, kann man nicht. Ha. Ihr merkt schon, das ist alles sehr gut geplant von mir hier. Hier geht's jedenfalls nach unten. Hinteren Teil der Station. Haha. Wollen wir mal gucken, dass wir hier... Das muss doch hier irgendwo sein, verdammte Axt. Hintere Teil der Station. Ja, das ist alles sehr gut durchdacht von mir, dass ich hier erstmal großartig erzähle, ich weiß, wo ich lang muss, und dann hat sich die Sache erledigt gehabt. Weil ich dann nämlich nicht mehr weiß, wo ich lang muss. Na. Was meinen die hier mit Zisterne? Kurz an der Nase kratzen. Und nicht über den Abhang springen. Hier ist aber nichts mehr. Das ist auch noch ein Stück der, ein Teil der Sendestation. Hier kann man auch nirgendwo rein. Das ist ja mal merkwürdig. Kommen wir hier vielleicht irgendwo außen rum? Nein, hier kommen wir auch nicht lang. Ist denn diese... Okay, also Leute, wenn ihr wisst, wo die Zisterne ist, dann sagt mal Bescheid. Rötländer leer. Das ist schön. Ich weiß deswegen... Geht das hier noch irgendwo rein? Nee. Kommen wir hier vielleicht unten irgendwo rein? Gucken wir mal. Gibt es hier noch eine Tür? Da scheint es keine Tür zu geben und da auch nicht. An der Seite vielleicht? Ha, okay. Hat sich ausgeseitet. Jetzt nämlich keine Seite. Ja, jetzt ist die Frage, wo diese vermisstigte Zisterne ist. Ist hier vielleicht noch irgendwas auf der Seite? Ich glaube auch nicht, aber lieber mal gucken. Nein, auch nicht. Sehr schön. Ha, wo ist denn dieser... Na, wir versuchen es erstmal gleich sonst mit dem nächsten. Mit dem kleine Waffen... Beziehungsweise mit dem Waffen los werden wir es gleich nochmal probieren. Hier irgendwo rein? Nein, auch nicht. Einmal gehe ich da jetzt noch rein. Und dann versuchen wir was anderes. Oder ist hier vielleicht was? Ist hier irgendwo ein Eingang zu... Nein, da ist auch kein Eingang zu irgendeiner Zisterne. Hier ist die Funkanlage. Es gibt aber keinen hinteren Teil der Station. Entweder bin ich hier falsch oder ich bin hier noch viel falscher. Aktivieren, Schalter aktivieren, geht alles nicht. Mal den Boden absuchen, vielleicht bringt uns das irgendwie weiter. Auch nicht. Ja, merkt schon, das ist eine ganz spannende Geschichte hier heute. Egal, dann geht es weiter. Für den nächsten müssen wir nach... Wo müssen wir denn da hin? Wir müssen nach... Sekunde. Ich muss erstmal einmal dieses eine Ding hier suchen. Und zwar die eine Garage müssen wir suchen. Todeskrallengebiet, Sendeturm. Wo ist denn diese eine Garage? Beinhaus, Evergreen Mills. Irgendwie ruckelt das hier gerade etwas. Vault 106, da waren wir schon. Smith and irgendwas Garage brauchen wir. Sendeturm, da müssen wir auch schon mal gewesen sein, meine ich. Ach, das war hier unten. Meine ich jedenfalls. Da, nee, Dunwich-Gebäude, Warrington Station, Robco-Werk, Evergreen Mills. Da müssen wir hin. Jetzt wird uns da bestimmt wieder irgendwer überfallen, so wie ich den, das Ding da kenne. Jedes Mal, wenn ich da bin, überfällt mich irgendwer. Nein, hier ist zur Abwechslung mal keiner. So, von hier aus müssen wir eigentlich schnurstracks rennen Richtung Westen. Das ist nämlich ein Ort, der ist nicht auf der Karte ver... verzeichnet. Den müssen wir finden. Der wurde auch erwähnt in... diesem Hörspiel, was hier ab und zu läuft, dieses, Hilfe! Das ist ja Hammer hier. So viel zu, wir werden hier nicht angegriffen. Mami.
Was wollte ich sagen? Vor dem Hörspiel. Ah, geil. Und Dingenskirchen hier. Wie heißt der noch? Der Dingenskirchen ist übrigens schon tot. Der war in dem Tenpenny Tower. Den haben wir dann nämlich nur nicht gesehen. Oder wir haben ihn gesehen und völlig ignoriert. Jedenfalls Argyles Leiche werden wir hier nämlich in Rokopolis finden, beziehungsweise in dem Zugangsschacht dazu. Ich habe das immer nur für ein Hörspiel gehalten, was sie sich ausgedacht hätten, aber das hat irgendwie einen wahren, naja, wahr ist hier in dem Spiel eben so eine Sache für sich, aber es hat eben einen Hintergrund, dieses Hörspiel, dass diese Leute da wirklich existiert haben. Also in dem Spiel. Hier müssen wir richtig sein, denn laut den Aufzeichnungen, die ich da gelesen habe eben, soll ich hier nämlich kurz davor, vor Rokopolis, soll hier nämlich irgendwo ein Random Mob spawnen. Ja, da sind wir richtig. Bei Nacht besser zu finden, stand da auch, ist richtig. Öffne den Kühlschrank. Aufbereitetes Wasser, 8 Stück. Und hier ist nämlich dann der Eingang zur Tür nach Rokopolis. Und hier ist nämlich irgendwo Argyles Leiche nahe dem Eingang denn zu finden. Drinnen oder draußen. Das müsste deren Motorrad sein, was damit in dem Ding mit drin vorkam. Und irgendwelche Sklavenhändler haben dieses nämlich alles überfallen. Und die haben versucht, diese Stadt zu retten. Hat allerdings nicht funktioniert. Argyle ist gestorben. Und der andere konnte sich retten, wusste aber bisher nicht, was mit Argyle war. Da ist er. Da ist Argyle. Er war Nahkampfspezialist und kannte sich auch mit explosiven Sachen aus. Das kam dann in den Geschichten ganz gut rüber. Und hier ist auch die Wackelpuppe, die wir finden mussten. Ja, so viel dann zu Argyle. Und hier hinter ist der Zugang zu Rokopolis, der ist aber dauerversperrt, da kommt man auch nicht rein, leider. Dahinter sollen auch noch irgendwelche Leute jetzt verschüttet sein, laut der Geschichte, die ich da gelesen habe. Und naja, ebenso weiter. Und theoretisch könnte man jetzt, weil man Argyle jetzt gefunden hat, zu dem Typen hingehen und ihm sagen, du, Argyle ist tot. Und dann wird der tot traurig. Und aber das geht ja alles nicht mehr, weil der schon tot ist. Und wir sind auch gleich tot. Stirb endlich. Zum Glück ist das ganze Gebiet hier nicht absolut Todeskrall verseucht. Hilfe. Ich will wieder den Rocketwerfer. Alles rein da, alles rein. 16 Schuss. Nein! Gepanzerte Skorpione, das bringt doch wieder nichts. Holz haben wir? Schaden 19? Nein. Ah, friss Blei, du elendes Mistvieh, friss Blei! Jetzt müssen wir mal ganz schnell noch was zu uns nehmen hier, weil sonst hat er uns nämlich gleich erlegt. Und ich werde mir jetzt noch ein paar Stimpaks reinpfeifen, ganz wichtig. Weil Skorpionen immer auf den Stachel schießen, das macht etwas mehr Schaden. Das Dumme ist, man trifft die beschissen. Zumindest haben wir den da jetzt irgendwie hinten erstmal reingelockt. Ihr Mistviecher. Dafür sind die Giftdrüsen übrigens auch ganz gut. Die kann man nämlich verschießen mit dem Rocketwerfer. Halleluja. Meine Fresse, hier ist aber auch was los, das sag ich euch. So, als nächstes müssen wir mal gucken, dass wir den hier erstmal abhaken, den Waffenlosen. Den haben wir. So, als nächstes würde ich jetzt mal ganz gerne, was war das hier, schleichen würde ich jetzt wahrscheinlich ganz gerne mal machen. Wir sind Yaogaui-Höhlen bei den Yaogaui-Tunneln, die ja hier sind. Und da sind wir schon ziemlich in der Nähe. Dann können wir das nämlich in einem abarbeiten. Einmal nachladen.